So, ja, damit willkommen zurück. Wir machen weiter. Spieleliste. Mal Lenker wieder wegmachen, dass man was sieht. So. Oh, hier kann man einlösen. Ja, schön. Meyers Manx. Ach, egal, wie man das ausspricht. Hier sind wir. Natürliches Habitat. Schön. Modell Dodge SRT A800, alles klar. Dürfte ich sogar einen haben. Oder zwei? Oder drei? Einfach starten. Naja, die Autos sehen wir ja dann eh. Willkommen bei natürliches Habitat. Oh, ich hab sogar einen. Ich hab sogar zwei. So. Die Frage, welcher fährt sich besser? Ich nehme einfach den hier. Ich vertraue den, ich traue den Demon oder Challenger nicht. Ich fahre den anderen Challenger. Boah, nehme ich jetzt die Hellcat oder den Demon? Ich hab den SAT genommen. Komm, dann nehme ich den Demon. Wird der wohl schief gehen dann. Wir müssen eh bloß gewinnen. Es ist ja nicht so, dass wir gegeneinander fahren. Wir fahren ja miteinander. Wir sind ja ein Team. Dein hört sich an, oder mein hört sich an wie so ein Dings hier. Dings hier? Wie so ein Direct-Auto. Direct-Auto, okay. Bisschen etwas zu früh rein. Ich hab schon gedacht, ich krieg den Checkpoint nicht. Du hast mich voll ausgebremst. Wuhu. Ja, eng. Oh, was ist denn hier los? Unfall. Weil du ziehst voll auf die Straße und nicht aus Maschinen reingesammelt. Hab schon wieder Checkpoint verpasst. Wie kriegt man das eigentlich hin? Du brauchst bloß zwischen die Dinger fahren. Also es ist nicht wie beim wie heißt es bei den Skiern da, wo du einmal rechts und einmal links vorbei musst, ne? Also du musst hier zwischendurch. Man hat schon leicht Probleme zu lenken. Oh shit. Bin ich. Verschaltet, scheiße. Oh, 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 oh.
Man, das kommt aber auch in Rutschen, wenn ich auf Max Speed bin, ey. Die wohl am Schwitzen. Aber der macht Bock, der SAT wieder. Ja, doch. Ah, der Shepard. Ich weiß es nicht, der hat glaube ich 7 Gänge, aber ist egal. Den konnte ich eh nicht ausfahren, wirklich. Ich werde glaube ich gleich wieder umschalten auf Dings Schaltung am Lenkrad, damit ich das Lenkrad wenigstens mit beiden Händen festhalten kann. Ja, mit Schalttippen ist ja auch nicht schlecht, aber da muss ich mit der Gradzahl runtergehen, dass man nicht umgreifen muss. Aber leider kann ich das jetzt im Rennen nicht machen. Da ist man das nicht irgendwie so im Menü schnell umschalten kann. Kann ich. Ich drück bei mir am Lenkrad auf Schraubenschlüssel. Ja, ja, schön für dich. Tja, jetzt sind wir auf Fanatec geholt, ne? Da muss man nicht erst auf Desktop gehen. Die Desktop-App ist nur nebenbei. Gib mir das Geld dafür. Ach so. Okay. Ja, klar, da muss man viele Pfandflaschen abgeben, sag ich mal so. Oh ja, drängt mich. Ja, du scheiß NPC, ey. Drängt er mich voll ins Haus rein. Die Liste kleiner machen. So. Ich bin zu dämlich dafür. Oh, 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 das war zu viel gebremst. Ich habe doch kein ABS an. Komm rein. Man hat Probleme mit der Bremse und zu lenken. Lenkt immer zu weit außen. Ah, Kupplung schnappen hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich es gedacht habe. So eine Lüftungsweste. Oder noch so ein Tischventilator, der mich die ganze Zeit anpustet. Einfach Setup draußen im Garten aufbauen. Ja. Turbo, okay. Oh Gott, wie sehen meine Hände aus? Die sind voll schwarz. Wie Tat abgeschlossen, sehr schön. Neues Auto halten. Da. Ja, neues Auto. Schön, 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 schön.
Next one ist Rally. Also auf der Map aber noch, aber so Offroad halt ein bisschen so, mehr Rally. Flucht vor der Hitze. Ja, das klingt gut. Bisschen Abkühlung schadet mir jetzt nicht. Super Hot Hatches. Okay, B700 übrigens. Kann er starten? Yes. Yes, Sir. I can boogie. Boogie, boogie. Aber am Ende, dieses Schwarz von meinem Lenkrad. Weiß ich auch, warum das hier so abgenutzt ist. Bleibt einfach alles an den Händen kleben. Kein Leder mehr dran, alles an den Fingern. Was haben wir denn hier? Wir brauchen, ich brauche Allrad. Also Frontantrieb, das wird mir hier nicht viel bringen, glaube ich. Was war Allrad? RWD? Ja, wo alle vier Reifen miteinander verbunden sind. Siehst du da ein Bildchen, das ist da unten. Also, ja, ich nehme den RS3 Sportsback. Das wird schon in die Hose gehen. Ah, scheiße, ich nehme den Focus. Der hat nur 3. Er hat zwar RWD, aber scheiß drauf. Der Focus, der fährt sich, glaube ich, gar nicht schlecht. Der Focus ist auch nicht so. Den RS meinst du, ne? Naja, ich weiß nur nicht, was für Settings ich da drauf habe. Deswegen meine ich ja, der fährt sich wahrscheinlich nicht schlecht. Der Megane ist auch nicht schlecht, aber nur auf Straße. Oder der Renault Clio, der ist auch geil, aber auch nur auf Straße. Ich habe da kein Ding-Setup. Der einzige, was jetzt mir aufgefallen wäre, so mit Schotter und so, das ist jetzt der RS3 Sportsback. Okay, wir fahren da hinten durch, machen da lang. Es war zu früh in den dritten Gang geschaltet. Oh Gott, was passiert hier? Ein bricht meiner gerade übertrieben aus. Ich glaube, der ist noch für die Straße gemacht. Spring da einfach drüber. Zieht aber da vorne auch ganz schön weg, da. Da komme ich hier nicht hinterher. Bergauf, der hat mehr Power. Also du müsstest mal noch ein paar Plätze gut machen, glaube ich. Ich habe ihn nicht, ich bin zu weit weg. Weil den hole ich nicht mehr ein, das ist, da vorne ist schon das Ziel, also. Ne, ich habe ihn nicht. Also in die Kurven konnte ich die alle super einholen. Da habe ich anscheinend ein bisschen bessere Performance. Aber gerade bergauf, der ist da weggezogen mit dem Megane. Da fehlt mir halt die Leistung dann, ne? Aber ja, ich merke gerade, wie ich mein Lenkrad komplett abnutze. Diese ganze scheiß Leder klebt so an meinen Händen gerade. Das darf auch nicht sein. Das nächste Mal fahre ich wieder mit Handschuhe.
Schnellreise. Ach so, das ist eine Ding, oder? Was mehr angibt. Ja gut, dann können wir, haben wir ja noch die Möglichkeit, zweimal zu gewinnen. Oh. Ich grad meine anderen zwei Handschuhe nicht. Fährst halt nur mit einem Handschuh. Ach toll! Jetzt schaffe ich da noch nicht mal mehr meine Handschuhe anzuziehen. Ja, ich mach dich schon mal bereit. Badja, Querfeldeinstrecke. Ja, also meiner, der dürfte ziemlich weg. Ich hab gedacht eigentlich, der fährt sich entspannter. Okay, das ist aber ein Kreis, ein paar Kurven sind drin, das heißt, ich könnte eventuell ein bisschen was gut machen. Boah, der erste Gang ist so kurz. Komm ich mir vor wie ein Euro-Truck, ey. Also in die Kurven hol ich's auf. Ja, ich struggle hier gerade schon wieder. Jetzt kommt wieder der Mega an. Naja, schaffe ich nicht. Müssen wir neu schauen. Ich muss ein Auto wechseln. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Nee, ich bin wieder zu weit weg. Mein Auto hat eigentlich keine Leistung dafür. Der ist nur am Schlingern. Okay. Das ist shit, ey. Weiß gar nicht, für was ich den gefahren bin mal. Keine Ahnung, Drift-Events. Ich drücke und ich zieh schon wieder komplett weg. Ja, lass mal Dudu fahren noch ein bisschen hier. Wer weiß, wie die dritte Strecke ist, vielleicht kriegt man es ja doch noch hin. Es sieht noch ganz gut aus. Er holt zwar wieder auf, aber. Ja, ich bin hier nur am Schlängern. Kann nichts mehr machen. Das Auto ist nicht gemacht dafür. Ah, zu früh runtergeschalten. So, jetzt hier ganz außen bleiben. Und jetzt hier rein. Komm schon. Ja, das haben wir. Gut. Jetzt wollen wir das dritte gewinnen. Ja, so bleibt das spannend bis zum Schluss. Ein Geist guckt ganz traurig. Mal einen Handschuh anziehen. Die sind auch schon komplett vergewaltigt aus durchs Fahrradfahren. Weil ich so geschwitzt habe im Sommer.
Ja. Ah, das war's. Was? Wir haben doch schon gewonnen. Das erste haben wir verloren. Das zweite haben wir gewonnen. Das dritte müssen wir jetzt auch gewinnen. Weil ich ein Respawn bekommen habe, dachte ich, das ist vorbei. Ja, hast bloß Level abgehabt. Okay. Das ist die, wo es so berg... Oh shit, 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 shit. Das wird eng. Man hat absolut keinen Glück. Und ich hab nur 4 Gänge, was ist das denn? Oh mein Gott! Ja, hat sie erledigt. Ich krieg ja hier. Bin so rausgeflogen gerade, dass ich keinen Baum mitgenommen habe, das hat mich echt gewundert. Ich bin da so durchgeflogen. Aus. Wie geil! Und der Megan! Ah, ich hab dich! Ich hab den Megan! Jetzt muss ich nur noch vorne bleiben. Stell dich an! Ich komm nicht mehr hinterher. Das glauben würde ich da sein. Das Auto fahre ich nie wieder. Oder ich tue das wenigstens anders. Omega wieder. Scheiße. Die letzten Kurven noch. Aber schon. Nee, scheiße. Nein. Mist. Ja, ich wechsle Auto, Alter. Das geht mit dem überhaupt nicht. Ayumayumayay. Ist das ärgerlich. Das ist so knapp gewesen noch. Also, ja gut, da war 2-3 Autolängen jetzt dann vor mir noch. Oh. Die eine Rechtskurve, wo ich so weit rausgedriftet bin, das... Die hat halt besser genommen, ne? Verlieren muss man ja auch mal können, ne? So, 175.000. Gab's wieder? Braucht doch das Geld gar nicht mehr. Was für welches Rennen war das jetzt? Eine Flucht vor der Hitze. E700. Super Hot Hatches. Aber starte ja eh gleich nochmal. Dann kannst du ein anderes Auto nehmen. Ja, ich such grad. Ah, ich glaube, das war die Beschränkung, okay. Ja, ich nehme den Megane R26R, den ich da auf 700 hab. Gucken, wie der sich gleich machen wird. Ich hoffe, besser als der Focus.
Flucht vor der Hitze, Teil 2. Ich hätte noch einen Golf, aber ne. Komm, wir nehmen den Megan. Ich hoffe, der enttäuscht mich jetzt nicht wieder. Fokus. Ich habe leider nur die drei. Das einzige, was. Ich habe auch nur drei. Ich habe nur den Focus, den Megane und den Golf. Ja. Das steht doch schon einigermaßen besser. Na, am Strand da unten, die Rechtskurve, da bin ich viel zu weit rausgekommen. Die hab ich diesmal richtig kacke gekriegt. Ja, aber sonst haben wir ja direkt mal die erste Runde gewonnen. Das ist ganz nice. Aber was kommen. Was fehlt dir erstmal für die Season? Was fehlt dir denn jetzt noch für die Season? Pff, keine Ahnung. Oder bist du schon durch? Nö. Das ist jetzt, ich glaube, das letzte Rennen vom ersten Block und dann geht's ja hinten nochmal. Ist ja auch nochmal was. Keine Ahnung, was da noch alles ist. Und so hätte ich gesagt, ich mache ich gleich aus und gehe dann eben zur Tanke oder zur Netto oder was weiß ich. Hier mache ich, hoffe ja genauso gut. 150 ist schon wenigstens schon mal, aber ich würde nicht so viel jumpen. Oh, 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 oh. nicht drehen, nein. Spoiler!
dem RS fehlt halt so ein bisschen Bums noch. Aber sonst ist er eigentlich ganz geil, so. Oh, ich sehe nichts. Klasse, und er ist halt schwer, ne? Das ist auch so ein Problem. Dafür hat er halt einen Griff irgendwie. Oh nein! Das war zu weit. Bin zu weit rausgeflogen. Egal, sollte ich eigentlich noch einholen. Nach vorne, Alter. Ja, gewonnen. Ah, ja, aber es ist schon... Also, die Strecke habe ich ja vorhin auch gewonnen. Die erste und die dritte, so, also die, vor allem die erste Strecke, da habe ich mit dem Wagen ganz schön zu tun. Ach, da hätte nicht sein müssen, Alter. Nur weil ich bei dem Jump zu weit rausgeflogen bin. Ja. Ja gut, da bremsen auch die NPCs ständig, da bin ich ja mit Vollgas durch die S-Kurve. Bei den Jumps. Ja, nice. So, dann danken wir fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Außer die Twitchler, die können da bleiben. Ciao.